Nathalie Bauer, jetzt würde ich Sie kurz bitten an den Tisch, weil wir uns der Künstlerin, Vorsicht da hinten, weil wir uns der Künstlerin noch kurz nähern möchten weiter. Frieder Hoberger hat ja gerade schon so eine Einschätzung zu dieser großen handwerklichen Qualität, ja eben akademischen Qualität der akademisch gebildeten Malerin gegeben. Bei Ihnen einfach jetzt zunächst mal die Frage nach der Biografie Margarete Bauer 1925 bis 1996. Die Ursprünge Ihrer Mutter und ich glaube auch ein Thema, das Sie zeitlebens bewegt hat, lagen in einer sehr typischen württembergischen Familie. Ja, meine Mutter stammt aus einer, aus einer Tübinger Familie, also geborene Harter. Mein Großvater war der Buchbinder Otto Harter und der Vater war mittlerer Beamter. Das war ein sehr liebevolles Großelternhaus für mich, aber für meine Mutter war eben auch die Enge dieser Welt, die sehr stark durch den Altpietismus geprägt war, problematisch. Und sie wollte aus dieser Welt ausbrechen. Und da kam ihr entgegen, dass sie als Kind und Jugendliche schon gut zeichnen konnte und auch schöne Scherenschnitte machen konnte, die auch veröffentlicht wurden als Postkarten. Und ihre Eltern wollten eigentlich, dass sie Diakonisse wird. Sie galt als die Wüst von der Herders, also von, es waren insgesamt 5 Kinder, 3 Mädchen, 2 Buben. Und da hat man nicht so große Heiratschancen gesehen. Deswegen der Plan Diakonisse, das wollte meine Mutter auf gar keinen Fall. Sie wollte frei sein und sich entwickeln und sich entfalten. Und das ist ihr dann auch gelungen, ihre Eltern zu überzeugen, ihr ein Kunststudium zu ermöglichen. Um da hinzukommen, hat sie vorher ein Jahr lang die Kunstschule Lange besucht. Möglicherweise hat sie sich dadurch qualifiziert, um dann angenommen zu werden an der Kunstakademie. Und da hat sie gesagt, da war es so kalt, es war die Nachkriegszeit, wenn ein Wassertropfen auf den Boden gefallen ist, ist er festgefroren und zu essen gab es nur Rüben. Also das war schon auch im Elternhaus nicht gemütlich, aber viel gemütlicher als dort. Und so hat sie auch Entbehrungen hingenommen, um die Kunst zu verwirklichen. Und dann hat Ihre Mutter 1947 bis 1951, also sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg, an der Kunstakademie in Stuttgart studiert. Dieses Studium hat sie dann abgeschlossen, noch mit einem Aufenthalt in Paris. Und dann kam aber zunächst mal eine sehr lange Phase, in der sie nicht produktiv war. Ja, meine Mutter hat dann auf einem Beutelfasching, das war wahrscheinlich so 1956, wo sie nur eingeladen war, weil sie die Dekoration da künstlerisch gestaltet hat, weil sie dann eben die Wüste von der Haus war. Und da hat sie also meinen Vater kennengelernt. Sie war wohl etwas verrückt gekleidet und mein Vater sprach sie, flirtete sie an mit Ma Sorcière. Hinterher ging sie dann, also sie konnte Französisch, aber das Wort kannte sie nicht, sie schlug es nach, sie dachte, das heißt vielleicht meine Liebe, meine Schöne. Nein, es hieß Hexe. Und ja, so ging das also mit diesen beiden los. Und dann haben die schon sehr bald geheiratet, 1954. Und dann kam die Familienpause. 1956 ist meine Schwester geboren, 1961 bin ich geboren. Und dann hat sie das mal abgewartet mit ihrer Kunst, bis wir einigermaßen groß waren. Und das ist jetzt natürlich der Einstieg dann in die produktive Phase dieser künstlerischen Biografie. Sehr inspiriert, wie Sie erzählt haben, durch die 1968er Jahre und dann geht es eigentlich richtig los 1969 mit dem Prunkforts, den Sie oben sehen können. Das war sozusagen ein Urknall Ihrer Kreativität. Ja, aber diese 68er Jahre waren für meine Eltern eine Chance, nochmal einzutauchen in dieses junge studentische Leben und mitzumachen.
einzumischen in allem, was diese Zeit letztlich machte und ermöglichte, um vielleicht nachzuholen, was in diesen entbehrungsreichen Nachkriegszeiten nicht möglich war. Und so war das also bei uns sehr lebendig. Es war umgebaut, es gab vier Studentenzimmer zu vermieten. Und auf die Art kamen junge Leute ins Haus, oft auch ausländische Studenten aus der AD zum Beispiel. Und die brachten wieder ihre Freunde mit. Also das Haus war immer voller junger Leute. Es war lebendig, aber es war eben auch, man nimmt ja die 68er, immer die wilden 68er, also es war natürlich auch wild. Und ich fand es so schön, vielleicht noch nebenbei, dass die Rhetorikstudentinnen und Studenten bei mir zu Hause waren, und zwar wieder wie damals. Das Haus voller junger Leute, zwar vielleicht nicht so wild wie damals, aber trotzdem lebendig und wunderbar. Und außer Alkohol ohne Drogenkonsum. Die Phase, in der ihre Mutter sehr produktiv war, geht dann aber in der öffentlichen Wahrnehmung relativ unbeachtet vorbei bis 1979, das werden Sie uns gleich sagen. Wieso hat man zeitgenössisch relativ wenig vom Werk ihrer Mutter gehört? Das ist eine komplizierte Frage. Warum hat man so wenig gehört? Die Frage wurde oft gestellt. Meine Eltern haben sich dann doch auch sehr in diese enge Zweisamkeit, die sie miteinander gelebt haben, hineingegeben und so wie so ein Kokon miteinander gebildet und so ein Motto aufgebaut. Also mein Vater sagt, es reicht auch, wenn mir deine Kunst gefällt und wenn dir deine Kunst gefällt. Wir brauchen nicht diese Anerkennung und wir müssen es auch nicht verkaufen, wir können leben auch ohne das. Und ja, aber auf der anderen Seite war es doch ein Bemühen um eine Anerkennung, aber das war zwiespältig. Es war auch so, dass meine Eltern diese Bilder unglaublich, als sie was unglaublich Wichtiges betrachtet haben. Meine Mutter sagte auch, meine Bilder sind meine Kinder. Also so gesehen sind diese Bilder auch meine Geschwister und deswegen sind sie für mich auch irgendwo wichtig. Und diese Wichtigkeit erschwerte das auch, die dann verkaufen zu können. Also das war mal das eine. Das andere war, dass meine Mutter doch sehr dominiert war durch meinen Vater. Und ich glaube, so sehr er sich bemüht hat, ihr zu helfen, dass sie ausstellen kann, so sehr wollte er auf der anderen Seite auch unbewusst, sage ich jetzt mal, nicht, dass es dann nachher heißt, ach, Sie sind der Mann von der Frau Bauer. Und er wollte also nicht im Schatten einer Frau stehen. Und meine Mutter war schüchtern genug und bescheiden genug, um in seinem Schatten stehen zu bleiben. Sie ist nicht ganz in seinem Schatten stehen geblieben. 1979, ich will es jetzt abkürzen, konnte sie in der Kunsthalle Tübingen, und wer Tübingerin, Tübingerisch weiß, was es bedeutet, in der Kunsthalle Tübingen auszustellen, damals schon Götz Adriani, und Sie sehen gerade diese Arbeit, dieses Leporello dort hinten auf diesen aufgebockten Brettern, das war die Arbeit, mit der Margarete Bauer in der Kunsthalle reüssiert. Sie haben gerade ja schon gesagt, die Bilder sind auch ihre Geschwister. Dann kommen wir natürlich zu der Frage, verschenken Sie jetzt Ihre Geschwister und warum? Auch eine gute Frage, über die ich viel nachgedacht habe. Aber unterm Strich ist es doch ganz einfach. Meine Mutter hat auf dem Sterbebett gesagt, sie wünscht sich eine Verschenkungsausstellung mit ihren Bildern. So wie sie das erlebt hat bei Hertha Bodine, die irgendwann im Laufe der 80er Jahre gestorben ist, die Witwe des Tübinger Zimmertheaterregisseurs Salvador Bodine. Ein paar Ältere erinnern sich vielleicht an diese Tragödie. Und da wurden Bilder verschenkt von den Erben und
meine Eltern ein Leben lang große Freude hatten. Und ich glaube, das war der Wunsch meiner Mutter, dass diese Bilder nicht in Mappen bleiben oder in Ständern aufgestellt werden und im Keller oder Speicher oder irgendwo gelagert sind, sondern dass sie an Wänden hängen, wo sie wahrgenommen werden und wo sie Menschen Freude bereiten. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, auf diese Weise den Bildern von Margarete Bauer auch Ehre anzutun, indem Sie sie auf diese Weise, dass Sie sie in Ihr Lebensumfeld aufnehmen, auch präsent halten, in der lebendigen Erinnerungskultur halten. Diesen Weg haben jetzt schon einige versucht zu gehen. Sie haben mittlerweile aufgrund dieser Online-Kataloge etwa 60 Bewerbungen bekommen für die Bilder. Wie war denn so der Eindruck bei Ihnen von diesen Bewerbungen? Können Sie uns einfach ein paar Beispiele sagen, was Sie da alles Interessantes zu lesen bekommen haben? Also erstmal ganz herzlichen Dank für alle Bewerbungen. Ich war überwältigt, was da an E-Mails einlief, nach dem Artikel in der Stuttgarter Zeitung und dann auch dem in der Tübinger Zeitung. Es sind insgesamt über 60 Bewerbungen eingegangen, davon nur 8 aus meinem Bekanntenkreis, alle anderen von unbekannten Menschen, die unglaublich sich angeregt fühlten, Gedichte zu verfassen, Prosatexte zu verfassen, diese Bilder zu beschreiben, was die Bilder mit ihnen machen, warum sie diese Bilder lieben. Also die Bewerbungen waren ganz unterschiedlich. Aber insgesamt kam ganz viel Anerkennung und allein deswegen hat sich das Ganze für mich schon gelohnt. Und für meine Mutter, die vielleicht von oben zuschaut, die würde sich jetzt sehr, sehr freuen, dass sie jetzt endlich diese Aufmerksamkeit bekommt, die ihr Leben nicht vergönnt war. Und es gab noch diese Sofa-Geschichte, die der Herr Sanner so schön immer wieder eingefällt hat. Das haben manche sehr wörtlich genommen und haben mir Fotos von ihren Sofas oder ihren Wohnzimmern geschickt und wo das Bild dann zu hängen kommt oder im Schlafzimmer. Und eine Frau hat aber geschrieben, dass sie das jetzt eigentlich nicht versteht mit diesem Sofa. Denn wenn sie ein Kunstwerk liebt und dieses Kunstwerk mit ihr etwas macht, dann will sie das haben und dann passt es in ihre Wohnung und dann findet sie den Platz und das ist irrelevant, ob das jetzt zum Sofa passt. Und das ist so das Argument, also ich habe bei meinen Eltern auch mal gesagt, und dieses Bild passt zum Sofa, da habe ich nur Ha-Ha-Ha zu hören gekriegt. Also so viel zum Thema Sofa. Aber jetzt waren wir noch bei den Bewerbungen. Sie könnten noch was sagen über Monet und das Fenster putzen. Also es gab auch skurrile Dinge, wie zum Beispiel eine Frau: Hallo Frau Bauer, ich würde mich gerne um das Bild Nummer 198 bewerben, das bei mir im Wohnzimmer gut einen Druck von Claude Monet ersetzen könnte. Da ich heute Geburtstag habe, würde ich mich sehr über dieses Geschenk freuen. Auch würde ich Ihnen gerne hierfür einmal die Fenster putzen. Und da wir es ja unter dem Motto eine sehr schwäbische Art der Kunstaneignung haben, ich finde, das ergänzt das Gesamtkunstwerk, wie man sich schwäbischer ein Kunstwerk gar nicht aneignen kann. Aber bitte, gucken Sie jetzt nicht zu mir und putzen Sie meine Fenster. Erwartungsvoll nach Tübingen kamen und einen deprimierenden Start
hier hatten. Stichworte Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Meine Eltern haben dann dem Paar für ein paar Monate, großzügig, so schreibt sie, Zuflucht in dem zufällig freien Studentenapartment, also es war eigentlich nur ein Zimmer, aber okay, mit dem Schachbrettmuster, was man auch oben auf den Bühnen sieht, in der Isoldenstraße gewährt. Mit Familienanschluss. Und durch diese Collagen, die damals schon waren, hat sich Heike B. Halthausen angeregt gefühlt, selber Collagen und Assemblagen zu machen. Und ja, soweit diese E-Mail, und für mich war das eine große Freude, dieses Paar B. Halthausen wiederzufinden, die ich seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hatte und die mir natürlich in lebendiger Erinnerung noch waren. Wo sind Sie bitte? Ja, hier, bitte sehr. Hallo. So. Und dann gab es noch einen Freund unserer Familie, den ich auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Der weiß ich jetzt nicht, ob er jetzt da ist. Der hat geschrieben, das Ganze ist so positiv schräg, wie deine Eltern waren. Super Idee. Und jetzt geht's weiter. Mein Slam. Margarete hat kreiert wie ein Wilder, aber nicht nur Bilder. Mit ihrem Humor und ihrer Güte war immer Wärme in der Hütte. Kein Bild zu bekommen kann ich verschmerzen. Ich trage die Dame in meinem Herzen. Ja, vielen Dank für dieses in knappen Worten doch sehr lebendige Bild, glaube ich, das Sie uns gezeichnet haben von Ihrer Mutter und Ihrer Arbeit. Erklärt auch manches, was sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz erschließen mag. Und jetzt sind wir aber mitten im Slam.